Ich werde immer noch täglich gefragt, ob ich vorhabe, mich dauerhaft ketogen zu ernähren und was überhaupt mein Plan ist. Ich habe grundsätzlich nie einen Plan bei nichts, was ich tue, okay? Ich mache das alles nach Gefühl. Solange ich gut damit klarkomme, solange ich meine Migräne damit im Griff habe, werde ich das weitermachen. Mein Ziel ist es aber trotzdem, irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo ich so eine ganz normale, traditionelle Ernährung durchführen kann, ja, was mich darauf gebracht hat oder beziehungsweise wie komme ich überhaupt auf das Wort traditionelle Ernährung? Ich habe schon vor etwas längerer Zeit mal ein Buch gelesen, das würde ich auch wirklich jedem empfehlen. Das ist von Dr. Weston Price und nennt sich Ernährung und körperliche Degeneration. Das gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Das ist so mein oberstes Ziel. Also da möchte ich gerne irgendwann hin und ich hoffe, dass das möglich sein wird.